So, hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Morrowind. Wir sind gerade dabei, unser Inventar zu beobachten und haben hier dieses Fury Sword gefunden, welches einen konstanten Effekt hat, nämlich dass Attack um 20 Punkte erhöht wird, dafür alle anderen Dinge aber ziemlich weit runter geht. Und das könnte ich eigentlich gegen diesen lustigen Magier benutzen. Und ich könnte eigentlich Fortify. Ich könnte eigentlich auch diesen Adrenalin Rush verwenden, wenn ich gegen diesen lustigen Magier kämpfe. Und ich schau mal, was bei mir der Attack-Wert ist. Ach so, das ist gar kein Wert von mir. Ich dachte, das gibt's. Health, Magicka, Fatigue. So. Dann ist Attack wahrscheinlich an Dings gebunden, oder? An die Waffe. Schauen wir dich nochmal an. Verstehe ich jetzt nicht. So, dann machen wir doch mal F. Okay. Blind 20%, Drain Skill, Heavy Armor, Medium Armor, Light Armor, Unarmored. Medium Armor. Okay, Light Armor. Ich weiß ja nicht. Wo ist mein Katana? Light Armor, Medium Armor. Okay. Ich weiß ja echt nicht, ob ich mir Fury antun möchte. Ich pack's mal wieder zurück. Fury. Zack. Dann packe ich da die anderen Ebony-Waffen auch noch rein. Und vor allem die da. Passt nicht mehr rein. Passt die vielleicht rein? Ja. Yep. Mountain Spirit. Okay. Lassen wir das erstmal. Habe ich eigentlich noch irgendwas Komisches, was ich auf jeden Fall verkaufen will? Wobei ich schon wieder relativ wenig beladen bin, also zumindest für meine Verhältnisse. Für alle anderen würden wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, verkauf den Scheiß doch endlich. Aber das ist immer so praktisch, wenn man das Zeug hat. Ich meine, ich könnte ja jetzt auch mal... Was habe ich denn hier jetzt auch noch? Ach komm ey. Sag mal, an Waren habe ich echt eine Menge. Eine Menge Schotter. Aber ich weiß gar nicht, wie und wann und warum und überhaupt ich das loswerden soll. Ah, hallo. Da habe ich ja noch eine Menge Sachen. So, ich glaube, wir wissen, was wir jetzt tun. Wir mixen jetzt erstmal wild in der Gegend umeinander. Früher habe ich ja den ganzen Scheiß eingesammelt, jetzt weiß ich wofür. Wir versuchen jetzt unsere Befähigung, irgendwelches Zeug zusammen zu mixen, zu verbessern. Ektoplasma. Frostsalze.
Dädrische Herzen. Goldkanne. Grabesdunst. Guarheit. So. Boah, wer will sich denn solche Rezepte merken, ganz ehrlich? Ich glaube, da muss ich mal anfangen, irgendwelchen Scheiß aufzuschreiben. Korpusfleisch. Das kann man doch sicher auch noch für irgendwas verwenden. Wobei ich jetzt eigentlich erstmal nur leveln möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich bin gleich überbeladen. Halleluja. Okay, das ist zu viel. This item will not fit. Willst du mich verarschen? Ich hab's doch da gerade rausgeholt. Naja, ich krieg das ja jetzt eh alles verwurstelt. Wir machen heute wieder eine Runde Mix-Folge. Das sind gerade überhaupt Folgen, die nicht wirklich... Small Quarmer Egg. Corpus Meat. Stoneflower Petals. Valid Caprinus. Wickweed. Willow Anther. Ach, die Dinger, und ich sammel die noch. Ich hatte die ganze Zeit in der Kiste. Die sollte ich doch irgendeinem Magier bringen. Und ich sammel die. Ich bin doch so ein Depp. So, die Bücher hier, die könnte ich eigentlich auch mal verticken. So. Aber jetzt wird erst... Oh mein Gott. Jetzt wird erstmal gemixt hier. So. Zack. Nehmen wir mal dich. Eine. Zack. Steuerung. Aschesalze. Nein. 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 Oho. Bone Meal und Alitheit. Telekinese. Ist ja krass. Naja, hat nicht funktioniert. Alitheit. Habe ich nochmal Bone Meal? Ja. Cool, ich habe Telekinese kreiert. So, Aschesalze. Das nicht. Das auch nicht. Bone Meal auch nicht. Bungless Bane auch nicht. Chokeweed auch nicht. Coda Flower auch nicht. Comberry auch nicht. Tack, tack, tack. So, da war Comberry. Corkball Brut? Auch nicht. Aber vielleicht Corpus Weepings? Restore Health. Ah. So, Corpus Weepings und du. Corpus Weepings sollte ich ja noch ein paar mehr haben, oder? Sieht gerade nicht danach aus. Crab Meat. Lightning Shield. Aber Crab Meat sollte ich ja noch ein bisschen haben. Okay, von dem Ding habe ich jetzt nicht mehr sonderlich viel. So, Crab Meat. Lightning Shields. Nehmen wir mal dich. Und nein. Nein. Comberry auch nicht. Du auch nicht. Klack. Drain Personality. Drain Personality. Fehlgeschlagen. So, dann fangen wir doch jetzt mal ganz hinten an. Corpus Weepings. Nein. Dann Willow Anther. Na komm schon.
Schiele auf die Uhr, ich schiele auf die Zeit, alles klar. Quickweed auch nicht. Und weil. Nein. Und. Nein. Kann ich das eigentlich mit großem Rap Corpus Meat? Ja, das geht. Drain Fatigue. Das ist aber sehr seltsam. So, Small Quarma Egg. Ich habe doch auch noch ein großes Quarma Egg gehabt. Ein großes, nicht ein kleines. Irgendwo. Perlen. Leder? Hm. So. Wenn man da nicht wenigstens immer so blättern müsste, das wäre schon gar nicht mal so schlecht. Crabmeat und Bungler's Bane weg. Chokeweed war das doch sicher. Genau. Restore Fatigue. Scheibendreck. So. Gehen wir mal weg und schauen mal in Ding, wie es mit der Alchemie aussieht. Mist Guild. Alchemy. Wo ist denn Alchemy hier? Alteration Alchemy. 62. Auf welchem Level bin ich denn da gerade? 12. Muss ich ja noch einiges mixen. Naja, die Inkredenzien gehen mir ja dann irgendwann mal aus. Das ist schon alles nicht so wild. So, nehmen wir mal dich. Du. Und du. Und du. Zick, zick. Und du. Hui. Bone Meal. Drain Personality. So. Cancel. Schauen wir nochmal nach. Alchemy. 62. Das funktioniert also scheinbar nur dann, wenn ich Erfolg habe. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Dann muss ich ja Dinge mixen, die ich wirklich mixen kann. Also leichte Sachen. So. Nee, warte mal. Wir machen das wieder so. Wir nehmen irgendwas von ganz hinten. Dichter zum Beispiel. Und kombinieren dich dann mit irgendwelchen Sachen. Bone Meal. Personalit. Na los. Nochmal. Nochmal Bone Meal. Sein Blödsinn. Nochmal Bone Meal. Okay. Das war's nicht. Zack. Zack. Klack, klack, klack. Den da. Den da und den da. Klack, klack. Ui, die beiden. Alles klar. Comberry und Daedra hat Restore Magicka. Comberry. Daedra Heart. Yay! Cancel. So. Alchemy ist 74 auf einmal. Also der Erfolg bringt echt viel. Klack. Comberry und Daedra Heart. Shit. So, dann geht's doch hier. Dieses Wachs. Ektoplasma. Okay. Bungler's Bane. Ektoplasma.
Cool. Und Ektoplasma. Dieses Wachs nicht. Bone Meal vielleicht? Nein. Aber du? So, das ist Drain Strength. Shit. Bittergreen Petals und Feuersalze. Klick. Klick. Ach, das habe ich doch gerade angeguckt. Und klick. Klack. Klack. Drawwachs und Ektoplasm. Feuersalze. Feuersalze und Ektoplasma. Okay. Klack. Drain Health. So, Cancel. Dann gehen wir doch nochmal auf Alchemie. Ah, auch Fehlschläge werden gewertet. Wahrscheinlich bloß ein bisschen anders. Deswegen blicke ich das nicht wirklich. So, Feuersalze und Drawwachs ist nicht. Bone Meal sowieso nicht. Black Legion auch nicht. Okay, Feuersalze und Frostsalze. Und Ghoul Heart. Und vielleicht noch Goldkanne. Ah, Feuersalze und Goldkanne ergibt irgendwas. Feuersalze. Habe ich noch Goldkanne? Ja, Drain Health. Yay! Alchemie-Skill ist gestiegen. Super. Feuersalze und Fire Petal. Auch Drain Health. Ja, dann mache ich doch mal so. Schade. Feuersalze und Feuerpetal. Yay. Und Feuerpetal und Drawwax und Bone Meal und Duo und Black Legion. Auch alles nicht. Ghoul Heart. Paralyze. Paralyze. Schade, dass das nicht geklappt hat. Fire Petal? Frost Salts. Resist Fire. Schade, dass das nicht geklappt hat. Frostsalze und Grabesdunst. Guarheit. Dingenskirchens. So, Heather. Drain Speed. Ja, ich denke, es wird mal wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wieder für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.